Das ist Mortesa. Mortesa lebt in Elmshorn und ist von Geburt an blind. Unterstützung im Alltag bekommt er von Katrin Huber von der Diakonie Elmshorn. Ja, hallo, mein Name ist Mortesa Hassanzadeh, komme herkömmlich aus Afghanistan, bin seit 7 Jahren in Deutschland, also Mitte 2015, sage ich mal so. Und ich bin seit Geburt an blind. Durch seine Erblindung hatte Mortesa es nicht immer einfach, konnte in Afghanistan nicht in die Schule gehen, sich nicht weiterbilden. Das änderte sich in Deutschland. Ja, in Afghanistan war ich nie in der Schule. Da ist das noch nicht so weit. Hatte mich nicht fortbilden können. Und als ich nach Deutschland kam, sozusagen, habe ich mit der Schule angefangen. Das Erste, was ich mir gewünscht hatte, dass ich Deutsch reden kann. Und zum Glück habe ich das sehr schnell hingekriegt. Und dann ging's los mit der Schule. Ich bin in der 8. Klasse eingestiegen und hatte vieles vor mir, weil ich ja kein Mathematik konnte, ich konnte kein Englisch, ich konnte, sage ich mal so, gar nichts. Alles habe ich hier gelernt und das freut mich wirklich, was für Möglichkeiten blinde Menschen oder insgesamt Menschen, die eine Behinderung haben oder ein Problem haben, was sie hier machen können und was sie für so tolle Möglichkeiten haben. Trotz seiner Blindheit ist Mortesa eigenständig. Läuft Treppen, kann einkaufen gehen und sogar Fahrrad fahren. Einen wichtigen Platz in seinem Leben hat auch die Musik. In der Schule sozusagen, in der Pausenhalle, habe ich ein Klavier gesehen und ich durfte damit ein bisschen spielen, ein bisschen Musik machen. Ich konnte keine Musik, aber da hat es angefangen. Dann habe ich ein kleines Keyboard geschenkt bekommen. Ich bin mit Musik viel weiter gekommen, habe vieles mir beigebracht. Und letztens habe ich einen YouTube-Kanal gemacht, wo ich meine Musikprojekte hochlade. Mortesa bleibt optimistisch, ist zufrieden und dankbar für die Möglichkeiten, die ihm Deutschland bietet. Ich bin zufrieden mit meiner Welt. Das ist alles in Ordnung und ich habe keine großen Probleme. Und wenn ich hier bin und alles in Deutschland mir so anschaue, dann sage ich, was wäre, wenn ich in Afghanistan noch gelebt hätte.